Unterwegs und in der Schule. Auf Papier und digital. Sitzend. Wir machen es einfach nochmal. Jeder hat einen Schläger in der Hand. Und in Bewegung. Es ist ein ungewöhnlicher Unterricht der Klasse 5 im Wim Wenders Gymnasium Düsseldorf. Die Schülerinnen und Schüler erstellen einen Museums-Audioguide für Kinder. Dabei wird es garantiert nicht langweilig. Mit iPads arbeiten und so Stimme aufnehmen, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde auch voll gerne so im Radio sprechen, so einfach so da sitzen und dann Leute halt entertainen. Der Audioguide entsteht in Kooperation mit dem Kunstpalast. Von Kindern für Kinder. Sie bieten den kleinen Besuchern einen einfachen Zugang zur Kunst. Dabei haben sie die Hintergründe zu den Kunstwerken eigenständig recherchiert und auch die Texte selbst verfasst. Mit der Sprachlehrerin machen sie Übungen zu Betonung, Aussprache und Rhythmus. Die wichtigsten Farben in unserem Bild sind Rot, Grün, Blau, Schwarz und Gelb. Sehr gut, also ihr könnt zur Aufnahme gehen. Das Wim Wenders Gymnasium hat eigens dafür einen Raum zur Verfügung gestellt. Neben der Sprache werden auch die dazugehörigen Geräusche aufgenommen. Lehrerin Anke Lohrer begleitet das Projekt. Also da lernen die Kinder sehr viel, was jetzt auch gar nicht unbedingt mit der Kunst so ganz direkt zu tun hat, sondern auch mit ganz anderen Fachdisziplinen, vor allem auch mit der Geschichte. Die Gruppe unterwegs. Regelmäßig besucht die AG den Kunstpalast. So können sie die Kunstobjekte mit eigenen Augen betrachten und sich mit Museumsmitarbeitern austauschen. Heute treffen sie Generaldirektor Felix Krämer. Die Gespräche erweitern den Blickwinkel. Auf beiden Seiten. Wenn ich mich als Kind schon damit auseinandersetze, dann ist das eine Erfahrung, die bleibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch in späteren Jahren einen anderen Blick auf das Museum haben werden, dass Schwellen schon sehr früh abgebaut werden mit so einer Aktion. Lennart hört heute zum ersten Mal die fertige Aufnahme seiner Gruppe zu Nam June Paik's Fish Flies on Sky. Also, Fische fliegen am Himmel ist ein ganz besonderes Kunstwerk. Der Künstler Nam June Paik hat Fische gefilmt und die Videos technisch bearbeitet. Sie sind grell, bunt und verrückt und laufen auf vielen Monitoren. Drei, zwei. Übrigens. Lernen mit Spiel und Spaß in Schule und Museum. Zum Abschluss gibt es noch ein Foto mit dem Nashorn von Johannes Bruce, dem Maskottchen des Kunstpalastes.